Ableitungen gehören in der Mathematik zu den absolut wichtigsten Themen. Also Nullstellenberechnung, Ableitungen sind Themen, wenn Sie die nicht können, brauchen Sie eigentlich in keine Prüfung gehen. Was ist eine Ableitung überhaupt? Eine Ableitung gibt die Steigung einer Funktion an. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier irgendeine Funktion habe und sagen wir mal, hier ist der x-Wert 4. Ich nehme diesen x-Wert und wenn ich den x-Wert in die Funktion einsetze, also wenn ich f von 4 bestimme, habe ich den y-Wert. Das sollten Sie so schon sehr lange wissen. Wenn ich jedoch diese 4 in die Ableitung einsetze, erhalte ich die Steigung beim x-Wert 4. Und das ist das Wichtige. Also darum dreht sich das Ganze. Ableitungen geben mir also die Steigung von einer Funktion an. Und jetzt ist natürlich so, je nach Funktionstyp, also ob ich E-Funktionen habe oder Sinus-Kosinus-Funktionen, ob ich Polynome habe, werden Ableitungen unterschiedlich berechnet. Es gibt unterschiedliche Regeln. In diesem Kapitel machen wir die Ableitungen von Polynomen, also von XO3, XO4, Wurzeln, Brüche, und kombinieren das Ganze mit hässlichen Situationen, also Kettenregel, Produktregel, Quotientenregel. Also die Ableitungsregeln zu E-Funktionen, zu Sinusfunktionen und so weiter finden Sie dann in den jeweiligen Kapiteln zu E-Funktion oder Sinusfunktion. Das ist dann im Kapitel Analysis die verschiedenen Funktionstypen. Gut, also legen wir los. Nochmal, wir werden jetzt verschiedene einfache oder schwere Aufgaben zu Ableitungen machen. Und was Sie sich bitte merken, die Ableitung brauchen Sie, um Steigungen zu berechnen.